So, in diesem Video geht es um den sogenannten Alternativtest. Ja, wir werden hier mal uns näher anschauen, wie man so eine Nullhypothese und ihre Gegenhypothese aufstellt. Und ja, als allererstes ist es wichtig zu wissen, in einem Hypothesentest haben wir ja immer ein Bernoulli-Experiment vorliegen. Bedeutet, wir haben nur zwei Ergebnismöglichkeiten, ja, die wir immer auf diesen allgemeinen Fall Treffer und Nicht-Treffer zurückführen können. Also als Beispiel, ich entnehme irgendwie Schrauben aus einer Produktion und definiere dann als Treffer, wenn die Schraube einen Defekt hat, also defekt ist, und als Nicht-Treffer, wenn eben die Schraube keinen Defekt hat, nicht defekt ist. Also wie ihr seht, immer eine Definitionsfrage, die ihr aus der Aufgabenstellung rauslesen müsst. Und die zugehörige Treffererfolgswahrscheinlichkeit, also in dem Beispiel, dass wir eine Schraube erwischen, die defekt ist, diese Wahrscheinlichkeit wird mit P0 betitelt und ist immer in der Aufgabenstellung gegeben. Jetzt gibt es noch eine alternative Treffererfolgswahrscheinlichkeit beim Alternativtest, ja, deswegen heißt der Alternativtest. Und zwar, ja, ist das jetzt eine weitere Aussage über diese Treffererfolgswahrscheinlichkeit, die sich eben unterscheidet von P0 und die ist auch immer in der Aufgabenstellung gegeben, ja, wenn ein Alternativtest vorliegt. Und in der Regel ist es so, dass die Aussage über P0 immer in der Aufgabenstellung vor P1 steht. Also als erstes kommt die Wahrscheinlichkeit P0 und dann wird die Wahrscheinlichkeit P1 genannt. Also die andere Aussage, die dem gegenübersteht. Ja, und die Frage beim Alternativtest ist immer, ist eben P0 oder die alternative Erfolgswahrscheinlichkeit P1 gültig? Ja, wir haben zwei Aussagen, die sich gegenüberstehen und die Frage ist, welche gilt? Und dafür, ja, können wir eben eine Überprüfung durchführen mit diesem sogenannten Alternativtest und benutzen dafür eine Stichprobe, die eine bestimmte Länge hat und die Länge wird immer mit N bezeichnet. Ja. Ja, die Nullhypothese beim Alternativtest wird immer so aufgestellt, H0 Doppelpunkt. Die Aussage ist, dass eben meine Wahrscheinlichkeit P gleich P0 ist. Ja, und die Gegenhypothese wird so gewählt, dass meine Gegenhypothese, meine Alternativhypothese P gleich P1 ist, also dass die andere Erfolgswahrscheinlichkeit gilt, die in der Aufgabenstellung getroffen ist. Und charakteristisch ist jetzt immer in der Aufgabenstellung, die Frage ist nicht, ja, ganz wichtig ist nicht, dass jetzt diese Wahrscheinlichkeit P0 sich entweder vergrößert hat, verkleinert hat, ja, das wäre dann ein einseitiger Test, oder dass wir in beide Seiten testen. Das heißt, die Frage ist nicht, ob sich diese Wahrscheinlichkeit P0 verändert hat, sondern eben in der Aufgabenstellung ist immer eindeutig genannt, einmal die Aussage über die Erfolgswahrscheinlichkeit P0 und einmal die Aussage über die Erfolgswahrscheinlichkeit P1. Und die stehen sich eben gegenüber und da wird eben geschaut, dann mit Hilfe einer Entscheidungsregel, die wir im nächsten Video behandeln, welche Hypothese wir annehmen und welche Wahrscheinlichkeit wir dann eben, ja, als richtig, als gültig herausfinden.